Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Sneaker Cult. Und da ist ja der Nike Runner von Adidas. Richtig cooles Teil. Den schauen wir uns mal im Detail an. Ja, hier ist also der Adidas Nike Runner, richtig cooles Teil. Ich habe mich so drauf gefreut, damals schon beim ersten Release-Termin. Ja, der wurde hier leider verschoben. Jetzt ist heute der neue Release-Termin und ich freue mich echt, dass ich ihn jetzt schon direkt habe. Und da gilt auch mein Dank an Asphaltgold. Gruß an David, vielen Dank. Ich habe 2 Paare bekommen und habe die natürlich bezahlt, selbstverständlich. Und ich habe beide Paare anprobiert, damit ich auch gleich noch was zur Größe sagen kann und damit ich heute schon direkt am Release-Tag ein Video präsentieren kann. Ja, Asphaltgold ist euch natürlich ein Begriff. Ich habe ja schon das ein oder andere Video gemacht mit Bezug zu Asphaltgold. Zum Beispiel letztes Jahr kam ja der Doppelpack hier mit Katz und Maus von Kangaroos. Da habe ich ein Recap gemacht vom Maus-Release. Ich habe ein Review gemacht vom Maus, ich habe ein Review vom Katz gemacht. Dann hatten wir noch das Raffle vom Yeezy Boost 350 V2 Beluga. Da habe ich sogar gewonnen, richtig cool. Und das letzte Video, was ich gemacht habe, war dann über AGC, dem neuen Laden in Darmstadt, Asphaltgold Club. Richtig cooler Laden, ich werde es euch schon mal verlinken. Schaut auf jeden Fall mal rein. So, heute geht es um den Nike Runner. Richtig schöner Schuh, der hat mir von Anfang an direkt gut gefallen. Ich glaube, Asphaltgold war auch der erste Laden, der richtig coole On-Feed-Bilder gemacht hat. Und sowas überzeugt natürlich dann direkt, wenn man so einen Schuh direkt am Fuß sieht. Weiß man schon, wie ist der Shape, wie sieht er am Fuß aus und dann weiß man, ob man den haben will oder nicht. Ja, im Grunde ein ganz einfacher, cleaner Schuh und das liebe ich an Schuhen, wenn sie einfach sind und nicht so überladen. Man hat es hier einfach geschafft, einen neuen Schuh zu kreieren mit einem sehr modernen Look. Wir haben eine moderne Boost-Sohle, wir haben einen modernen, keilförmigen Shape und das Ganze kombiniert aber mit einem Upper, was schon sehr Vintage inspiriert ist. Also es erinnert schon so an die End-60er, 70er, so ein bisschen an die Gazelle, die war ja End-60er und ich muss sagen, alles, was aus den 60ern kommt, das gefällt mir richtig gut. Ob das Schuhe sind, ob das Uhren sind, ob das Instrumente sind, ob das Autos sind oder Möbel sind, die ganzen Designklassiker aus den End-60ern, finde ich richtig cool und genauso geht es mir auch bei Schuhen. Der Schuh kommt in verschiedenen Colorways, sind verschiedene schöne Modelle dabei, der Rot ist auch nicht schlecht. Ich finde auch die Damen-Colorways richtig cool, hätte ich am liebsten auch noch einen gehabt, aber die gibt es glaube ich nur bis Größe 8,5, die haben mir dann nicht gepasst. Deswegen habe ich mich hier für den blauen entschieden, den finde ich dann so insgesamt am coolsten, ist meine Empfehlung. Und vom Material ist ja auch relativ Vintage inspiriert. Wir haben hier so ein Stretch-Mesh, also ein Zweiwege-Stretch-Mesh, lässt sich in beide Richtungen sehr dehnen, also sehr angenehm zu tragen. Das Ganze kombiniert dann hier vorne um die Toebox herum mit einem blauen, relativ weichen Suede, genauso hier vorne am Schnürsystem und nochmal zusätzlich hier hinten an der Ferse. Das fühlt sich also ganz gut an. Wir haben hinten das Adidas-Logo auf weißem Leder. Dann haben wir die Adidas-Streifen hier gezackt, auch sehr Vintage-inspiriert. Ziemlich cool, das ist so ein Gummimaterial, was man drauf geklebt hat. Das macht hier auf jeden Fall auch Sinn, weil wie gesagt, wir haben hier ein sehr dehnbares Stretch-Material vom Upper her und da muss es auch ein relativ dehnbares Material sein, was hier drauf kommt. Deswegen hat man sich hier wahrscheinlich für Gummi entschieden. Ansonsten haben wir auf der Zunge nochmal das Adidas-Logo in so einem Kupfer-Bronze-Farben und passend dazu sind auch die Lace-Tips und das nochmal so schöne kleine Details, auch in der gleichen Farbe, genauso wie der Name Nike, der hier an der typischen Stelle platziert ist. Nike ist übrigens ein hawaiianischer Begriff, der für Sturm oder Hurricane steht, aber kann auch ja den Schmerz in der Liebe so ein bisschen bezeichnen. So hat es jedenfalls Adidas beschrieben. Ja, so viel zum Upper erstmal. Ansonsten haben wir eine sehr schöne Boost-Sohle standardmäßig. Kennt ihr ja, sehr bequem zu laufen. Ich habe schon am Fuß gehabt und das Ganze dann abgerundet mit einer Gumsole. Richtig geil. Gumsole ist immer ein Kaufargument für mich. Wenn ein Schuh ein Gumsole hat, bin ich immer schon dabei, den in den Warenkorb zu legen. Irgendwie, das hat so einen gewissen Reiz und gefällt mir eigentlich bei fast jedem Schuh sehr gut. Ja, zum Shape muss ich nicht viel sagen. Das seht ihr. Richtig cooler Shape. Und ich habe jetzt hier so einen Schuhspanner drin, einfach damit ihr mal seht, wie der dann auch später am Fuß aussieht. Ich mache natürlich noch ein kleines On-Feed. Das hänge ich hinten an. Wo ihr die Schuhspanner kaufen könnt, das seht ihr in der Videobeschreibung. Da habe ich immer die Links drin. Da habe ich ein paar Empfehlungen für euch. Und jetzt natürlich noch eine Information zur Größe. Wie fällt der aus? Das wollt ihr immer wissen. Und ist auch immer relativ unterschiedlich. Gerade bei neuen Adidas-Modellen. Die unterscheiden sich hier irgendwie alle. Ob Ultra Boost 1.0, 2.0, 3.0, NMDs, ob Mesh oder PrimeKnit. Alle fallen irgendwie ein bisschen unterschiedlich aus. Deswegen ist es natürlich gut zu wissen, wie das Teil ausfällt. Meine Empfehlung ist hier, geht eine halbe Nummer hoch.
Ich habe zwei Größen da, ich habe beide ausprobiert. Meine normale Größe ist US 9. Die ist mir ein bisschen eng, ja, der fällt ja vorne auch relativ flach ab. Ich stoße vorne schon so ein bisschen an. Ich gehe eine halbe Nummer hoch und dann passt der Schuh perfekt. Und das ist dann auch die Größe, die ich zum Beispiel im Ultra Boost 1.0 oder 2.0 trage. Ja, der 3.0 fällt ja durch das dehnbare Obermaterial wieder ein bisschen größer aus. Da langt bei mir auch die 9, aber 1.0 und 2.0 ist die 9,5 die perfekte Größe. Und die empfehle ich euch auch beim Iniki Runner. Ja, so viel zum Iniki Runner. Richtig cooles Teil, absolute Kaufempfehlung von mir. Kostet auch nur 120 Euro. Wirklich ein sehr fairer Preis dafür. Wo ihr den bekommt, direkt bei Asphaltgold, findet ihr unten in der Videobeschreibung, dass der Link gepostet. Und ich hoffe, dass noch ein paar Größen übrig bleiben für euch, denn der ging heute Nacht schon um 0.01 Uhr online. Wahrscheinlich verkauft er sich relativ gut, deswegen kann sein, dass ein paar Größen wechseln, aber guckt euch auf jeden Fall auch die anderen Colorways an, sind auch sehr schöne mit dabei. Und dann mache ich jetzt auf jeden Fall noch ein kleines On-Feed und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.